Hallo meine Lieben und willkommen bei einem neuen Video. Genau gesagt bei einem DM-Haul. Ich habe alle Sachen oder wir haben alle Sachen selber gekauft. Also es ist quasi unbezahlte Werbung, muss ich leider immer erwähnen. Aber nichtsdestotrotz, wir fangen an. Yay! Und zwar mit dem DM Bio Relax Tee. Mit dem Geschmack Kamille, Salbei und Orangenschale. Sieht einmal so aus. Und ich zeige euch auch einmal die Verpackung, weil die sieht so super süß aus. Also richtig schön mit diesem Mandala, also mit dieser Mandala-Technik hier unten. Also mir gefällt das richtig gut. Weiß nicht, wie die ist dir? Doch, ich finde den auch schön. Also schön gestaltet von der Verpackung. Ja. Darf ich riechen? Ja, klar. Oder willst du erst vorlesen, was da drin ist? Du kannst auch mal riechen und ich lese einfach vor. Ja. Zutaten: Kamille, Zitronengras, Zitronenmelisse, Salbeiblätter, Orangenschalen, Süßholz, Hagebuttenschalen, Fenchel, Thymian. Ja, und das war's. Riechen? Ja, riecht schon aromatisch. Ich finde, der Salbei kommt sehr durch. Mhm. Und der Thymian. Der, ja, den riecht also man, vom ja. Geruch her. Der, ja, hast du recht. Und weil der ganz neu ist, dachte ich auch, oder wir dachten uns, probieren wir den direkt auch mal. Ja. Habe ich direkt eine Tasse gemacht. Also aufgebrüht riecht er milder auf jeden Fall, wie so die Kräuter aus dem Beutel. Ja, so riecht man nicht mehr so den Salbei und den Thymian. Also so hätte ich jetzt vom Geruch gesagt, dass es überhaupt kein Tee für mich ist. Und ich bin mal überrascht. Oh, ich lasse mich überraschen von dem Geschmack her. Doch, finde ich lecker. Hat so eine kamillige Note, aber so ein bisschen herber. Also ich finde, die Kamille schmeckt man auf jeden Fall raus und den Salbei-Orangenschale gehen aber unter, finde ich. Ja, das stimmt. Ja. Ich meine, reingesehen von der Mischung her ist er gesund, auf jeden Fall. Aber im Abgang merkt man, finde ich, auf jeden Fall die Süße. Das Süßholzwurzel. Ja, ja. Oder ja, ja. Ja. So, es schmeckt mehr so, ja, Kamille und dann kommt so nichts, ja. Und dann kommt auf einmal der Süßholz. Aber das ist eine schöne Alternative. Ich denke mal, dadurch, dass da Kamille und Salbei drin ist und Zitronengas, Thymian, das sind alles so Sachen, die den Körper auch ein bisschen im Sommer, wenn es warm ist, runterkühlen. Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch den, irgendwie, es ist mal einfach, also ich trinke gerne Kamillentee und trotzdem ist es irgendwie mal was anderes, eine Abwechslung. Also ich finde ihn auch gut. Jo, kann ich empfehlen. Und, ach ja, der Preis war für den Tee, einen Moment. Da oben, ne? Ach da, 1,95 Euro. Ja. Wir haben nämlich hier alles ein bisschen aufgeschrieben, damit ich euch auch die Preise sagen kann. Das sind 40 Gramm mal 20 mal ne? Also 20 Päckchen sind ja, das. Also 20 drin. Beutel mal jeweils 2 Gramm hat ein Beutel. Ja. Naja. Ist eigentlich standardmäßig für diese Tees. Mhm. Also ich finde aber in die Verpackung ist denen diesmal sehr gut gelungen. Dann mache ich einfach mal weiter bei etwas, weil ich fange jetzt einfach von oben an. Und zwar die Shea Bio Schoko Bisco. Das sind so Kekse. Ist übrigens heute alles vegan, was ich sehr gut finde, habe ich mich extra drauf geachtet, weil ich versuche mich jetzt vegan zu ernähren komplett. Und deswegen wollte ich dann auch vegane Süßigkeiten. Und hier oben steht auch das Vegan-Label, was ich sehr gut finde. Ist gut sichtbar und es ist ein neues Produkt beim DM. Das kostet übrigens 2,45 Euro. Willst du die Zutaten noch verlesen? Achso, ja, kann ich machen. Wobei es sind ziemlich viele Zutaten. Also es sind glutenfreier Hafer, Zartbitterschokotropfen, Maisstärke, Palmöl, okay, Palmöl finde ich nicht so gut, Glukosesirup finde ich auch nicht so gut, Rohrzucker, Maismehl, Magerkakaopulver, Meersalz, Vanilleextrakt.
Ja. Ja, da hast du ziemlich alles. Oh. Okay. Die Verpackung ist aber auch ein bisschen sehr riesig, finde ich. Ja, wobei. Für drei Kekse. Also über die Menge, ach ja, das sind 105 Gramm drin. 3x 35 Gramm. Einmal hier. Ich meine, für den Preis finde ich es relativ teuer, weil es gibt auch sehr leckere veganen Kekse, die nicht so, wo nicht so wenig drin ist, die genauso viel kosten. Aber vielleicht überzeugt uns ja der Geschmack. Schon die Hälfte runtergefallen. Nur kaputt gegangen. Ja, die sahen mal ganz aus. Ja, genau, so sehen die übrigens aus. Immer so Dreierpackungen, finde ich, könnte man gut, glaube ich, in der Handtasche transportieren, wenn man einfach mal eine Kleinigkeit dabei haben will. Riechen tun sie auch sehr lecker, so nach Cookies. Mhm. Ich finde, die sind nicht ganz so süß, das finde ich gut. Das Schokoladige kommt gut raus und die glatzen die Haferflocken, die so ein bisschen Crunch bringen hier. Ich zeige euch das jetzt. Kann man das sehen? Fokussieren. Hier, da sind so Stückchen drin, so Schokostückchen und Haferflockenstückchen. Ich finde die gut. Also die sind nicht so süß, das mag ich sehr gerne, weil ich mag das nicht so, wenn Kekse so extrem süß sind, aber haben trotzdem eine gute Süße, damit man mal was zwischendurch was Süßes essen kann. Mhm. Ja, vom Gefühl, vom Reinbeißen auch sehr lecker. Mhm. Also die kann ich auch nur empfehlen. Auch wenn der Preis ein bisschen teurer ist, finde ich, lohnen sie sich auf jeden Fall. Ja, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf, weil ich habe sie noch nicht probiert gehabt. Und zwar sind das, der DM führt jetzt auch die Milch, also die vegane Milch von Share oder Share. Deswegen, ich habe mal zwei Stück mitgenommen. Einmal ist es hier Bio-Haferdrink Natur und einmal Bio-Mandeldrink. Beides ist ungesüßt, glaube ich. Also hier steht extra auf dem Mandeldrink, dass es ungesüßt ist. Ja. Also hier. Zutaten sind auch nur Wasser, Mandelmark, Meersalz und Sonnenblumen-Lecithin. Und die würde ich gerne auch einmal testen mit euch. Willst du jetzt auch machen? Ja. Weiß nicht, willst du die Zutaten mal einmal von der Dingensmilch? Ja, in der Hafermilch sind natürlich drin. Ist die Hafer? Doch, der Hafertrink Natur, der hat. Wo sind denn hier die Inhaltsstoffe? Ja, Hafer, denke ich mal. Hier, die standen gerade bei dem anderen auf der Seite. Da. Wasser, Hafer, Sonnenblumenöl und Meersalz. Das ist also sehr wichtig. Die Mandelmilch finde ich übrigens sehr gut. Die ist sehr mild und nicht so herb. Das ist ja oft bei Mandelmilch das Problem. Finde ich gut. Da ist auch noch die Mandelmilch drin. Die Mandeln schmeckt man halt raus, klar. Finde ich aber gut. Ist angenehm. Kann ich mir auch gut zum Müsli oder so vorstellen. Ja. Ja, die Mandelmilch ist gut auf jeden Fall. Den sehr schönen, leckeren Geschmack. Jetzt haben wir beides auf, jetzt müssen wir es aber auch brauchen. Ne? Ja, klar. Die Hafermilch, die finde ich, also während die Mandelmilch ein bisschen geschmacksneutral riecht, riecht die Hafermilch schon nach Hafer. Wobei ich sagen muss, die Hafermilch, die nehme ich manchmal auch gerne, wenn ich was backe oder Kuchen oder sowas backe, mache ich da einen Schuss mit. Ist aber sehr, sehr köstlich. Also die finde ich sogar fast noch besser als die Mandelmilch. Sehr mild, weil ich mag das nicht, wenn der Hafer so extrem rauskommt. Wenn der Hafer sticht. Ja, so ein Mathe.
Und die, der Mandeldrink hat 2,85 Euro gekostet und der Haferdrink 1,75 Euro. Da bist du ja bei Mandelmilch, bist du dann noch im, ja, in dem, ja, bei beiden. Im mittleren Bereich, sag ich mal. Es gibt Mandelmilch, die ist noch teurer. Ja. Oder ähnlich teuer. Dann habe ich mir auch von Shea oder Schare, ich weiß nicht mehr, wie es ausgesprochen wird, festes Shampoo mit Granatapfel und Avocado. Das sieht einmal so aus. Das ist auch ganz neu. Die hatten unglaublich viel Auswahl an festes Shampoo, Haarseife beim DM. Auch komplett, die neu reingekommen sind. Ich bin so sehr geflasht gewesen. Finde ich echt gut. Die sieht einmal so aus. Und riechen, boah, die riecht richtig gut, ja, so süßlich gut. Nach Granatapfel, so fruchtig. Ja, die riecht gut. Die riecht gefällt gut. Mir gut. Die hat 4,45 Euro gekostet. Und liegt damit auch im mittleren Bereich, so für festes Shampoo, Haarseife. Ja. Dann, oh ja, das wollte ich mir auch schon drauf. Und zwar auch der DM-Markt von der Eigenmarke, die haben... Zeig mal. Hafercookies rausgebracht, ja. 300 Gramm, also so eine 300 Gramm Packung, geht so ein bisschen. Die haben 1,85 Euro gekostet und sind damit im Vergleich zu den Share-Keksen natürlich viel günstiger. Guck mal, was drin ist. Ja. Haferflocken, Zucker, Weizen, Vollkornmehl, Palmöl, okay, das finde ich ja, wieder nicht gut. Ingwer, Zuckersirup, muss auch nicht sein, finde ich, und Salz. Ja. Und die sind übrigens auch komplett vegan, also ich war total überrascht, dass die so viele vegane Sachen rausgebracht haben. Und man will auch einen Keks. Teilen wir uns ein? Ja, mach. Die sehen einmal so aus, wie ganz normale Hafercookies quasi. Zum Wohl. Also riechen, riechen tun die gut. Also ich finde es gut, dass die da auch wieder so Haferstückchen drin haben. Das mag ich sehr gerne. Und ich finde es gut, dass diese hier auch nicht ganz so süß sind, weil... so, wenn man ganz billige Haferkekse kauft, sind die oft so überzuckert. Ja. Und da finde ich es gut, dass es so nicht ist. Die sind echt geil. Ich mag die gerne und ich würde die auch wieder kaufen. Gut zum Kaffee und zum Tee auch. Kann ich auch ja. Schmecken. Den Preis hatte ich gesagt, ne? Und für 1,85 Euro kann man wirklich nicht meckern. Also dafür brauche ich mich nicht extra an den Ofen zu stellen und welche zu backen. Da bin ich auch. Den Geruchstest habe ich schon gemacht. Das ist von Garnier Fructis so ein Trockenshampoo. Das haben die auch ganz neu rausgebracht. Die haben auch viele, viele verschiedene Sorten. Ich habe mich jetzt für was steht denn? Mint Fresh Duft entschieden, weil ich dachte, für den Sommer wäre das ganz cool. Ist erfrischend und ich habe jetzt frisch gewaschene Haare. Aber der Geruch, der ist richtig süßlich. Also ich habe das beim Auspacken schon einmal rumgesprüht, so, um zu riechen, wie es riecht. Und der Wolf kam rein und hat gesagt, oh, was riecht denn hier so gut? Mhm. Es riecht das so riecht fruchtig, gut, ja. Erfrischend, minzig. Also ja. Ich finde das richtig, richtig gut. Mhm. Allerdings ist das ein bisschen teurer als jetzt das günstige. Es kostet 3,95 Euro. Und was ich auch gut finde, es ist auch komplett vegan. Wobei ist es immer noch trotzdem Chemie, das darf man nicht vergessen, was man sich da in die Haare sprüht. Ja. Und ich finde auch, dass hier relativ wenig drin ist. Also hier sind nur 100 Milliliter drin, während in anderen, habe ich gesehen, so vergleichsweise 200 Milliliter drin sind. Und nur die Hälfte kosten. Oder teilweise auch genauso viel. Ja. Da freue ich mich schon. Und zwar habe ich den Fencheltee mit Apfeltraubensaft. Das ist für Kinder ab 6 Monate ohne Zuckerzusatz, auch von DM Bio. Ich
probiere auch gerne mal solche Sachen aus, weil ich finde es lecker, weil die auch weniger Zucker drin haben als so die normalen Säfte. Und deswegen würde ich es gerne testen. Ach ja, hier sind übrigens 0,5, also 500 Milliliter drin. Und der kostet nur 85 Cent. Das fand ich super, weil ich kaufe mir auch gerne mal beim DM solche Sachen für unterwegs. Also fruchtig riecht der schon mal. Ja, ist auf der sehr, sehr voll. Ja, mhm. Ja, die nicht wundern, dass die Sachen ein wenig so sehr delt sind. Ja, die kamen leider schon so an im Päckchen. Ja, aber ich finde es sehr lecker. Also in Fenchel schmeckt man kaum raus, eher so im Nachgeschmack. Und im Vordergrund ist dieser Apfelgeschmack, dieses fruchtige. Die Traube habe ich gar nicht rausgeschmeckt. Kinder ab dem sechsten Monat. Ja, habe ich gesagt. Finde ich auch gut. Also erst kommt so der Apfelgeschmack und dieses Süßliche und dann im Abgang ist so ein bisschen Pflänzchen. Ja, ist lecker. Ja, finde ich auch. Würde ich auch wieder kaufen. Ich denke mal, also wir hatten es jetzt nicht gekühlt. Ich denke mal, wenn man den noch in den Kühlschrank stellt, ja, dann ist der wirklich genial. Ich meine, das kann man auch schnell selber machen. Ne? Ja, davon mal abgesehen. Deswegen, so, wenn man zu Hause ist, kann man sowas schnell selber machen. So als für Ideen. Unterwegs oder so. Aber für unterwegs, für 85 Cent würde ich den definitiv kaufen. Mhm. Ach genau, das Fruchtgummi. Und zwar haben die ein neues Fruchtgummi, auch Bio, mit Malz und Traubenzucker Beeren. Meine Bio-Beeren heißen die. Die sehen einmal so aus. Die Verpackung selber finde ich jetzt nicht so ansprechend, aber ich dachte so mal zum Testen. Hallo Wespe. Nicht ins Gesicht. Entschuldigung. Da sind 100 Gramm drin. Und wirklich, wirklich eine Menge Zutaten, also angefangen von Glukosesirup, Traubenzucker, Malzzucker, ja. An sich von der Zutatenliste, finde ich, hören die sich nicht gut an und die kosten 2,15 Euro, aber vielleicht überzeugen sie ja mit dem Geschmack. Nächstes Mal vielleicht vorher drauf gucken. Ja, habe ich ja, aber ich wollte sie trotzdem testen. Ja, gut. Sie sehen, also super aus, finde ich. Also von der Form nicht so wie die letzten, die total zerdetscht aussahen. Ich probiere jetzt mal den roten. Mhm. Ich wollte den gelben eigentlich. Also von Geschmack her, also wenn ich nur den schmecken würde, finde ich den lecker. Erinnert so ein bisschen so quasi an Haribo vom Geschmack her. Aber von der Konsistenz her finde ich es sehr, sehr unangenehm. Ich finde, die haben so ein bisschen so, man beißt so durch und dann ist es so glitschig, finde ich. So eigenartig. So wie man, weiß ich nicht, vor 5-6 Jahren, als die ersten veganen Gummibärchen rauskamen ohne tierische Gelatine. So von der Konsistenz her sind sie. Also ich mag es nicht. Und ich würde sie auch nicht nochmal kaufen. Ist okay. Man als Alternative war nicht so oft Gummibärchen ist es. Ja, aber dann würde ich eher auf die von Vegans zurückgreifen. Die sind tausendmal besser. Also ich weiß, ich bin ein Vegans-Fan und ich glaube auch nicht, dass die irgendwas machen könnten, was meine Meinung über die generell ändert. Deswegen kaufe ich immer gerne Vegans Gummibärchen. Übrigens auch unbezahlte Werbung. So. Jetzt habe ich ein bisschen Kosmetika. Und zwar, wer meine anderen Hauts kennt, habe ich mir letztes Mal so probeweise so 2-3 Lippenstifte bestellt. Vegane und um sie auszutesten. Und mich hat die Marke von Catrice überzeugt, diese flüssigen Lippenstifte. Ja. Diese flüssigen Lippenstifte haben mich total überzeugt. Ich habe davon so einen Roseton. Und jetzt dachte ich mir, bestelle ich mir so einen Newton und einen Rot noch. Den einen habe ich auch drauf hier. Sieht ein bisschen rosa aus, wie einen rosanen Hintergrund, aber der ist eher so Newton. Kann ich nur empfehlen. Also ich finde die mit Kosten das Stück 4 Euro. Wespe. Das Stück kosten die 4,95 Euro.
Aber ich finde, der Preis lohnt sich. Außerdem kommt man Ewigkeiten, wirklich Ewigkeiten mit einem so einem Ding aus. Also selbst wenn man den jeden Tag aufträgt, ja. Ich glaube, der geht erst nach einem Jahr oder so an, wenn man den jeden Tag auftragen würde. Der Halt, finde ich, hier steht 12 Stunden drauf. Aus Erfahrung weiß ich, dass der so 4-5 Stunden wohl gut hält, so dass der komplett noch gedeckt ist. Wenn man jetzt nichts drunter macht, wie ein Lip Liner oder einen, ich mache gerne mal ein bisschen Lippenpflege, diesen, nicht Labello, sondern halt die vegane Alternative drunter, damit der einfach besser abgeht. Aber wenn ich das nicht machen würde, würde der... veganer Labello? Ja. Ist Labello? Ah, ja. Nee, nicht alle, ne? Da gibt es welche, da sind tierische Fette drin. Ja, richtig. Und deswegen, ja. Aber es gibt mittlerweile echt viele vegane Alternativen. Ich weiß gar nicht, wie meine heißt. Ich kaufe den schon seit 2 Jahren oder so. Ja, kann ich auch nur empfehlen. Und wenn man, selbst wenn man ein bisschen Labello drunter macht, so ganz leicht, dann hält er immer noch 2-3 Stunden locker. So gedeckt, dass das auch noch schön aussieht. Ja, dann, oh, das ist meine absolute Lieblingssoße. Und zwar die süß-saure Soße von DM Bio. Hier steht auch, dass es vegan ist. Da ist Wasser, Agavendicksaft, Tomatenmark, Paprika, Karottenstücke, Brechbohnen, nochmal Paprika, weil Paprika rot und Paprika gelb drin ist, Sojabohnen, Zwiebeln, Mungobohnen, Mungosprossen, Entschuldigung, Ananassaftkonzentrat, Branntweinessig, Maisstärke, Sojasauce, Lauch, Meersalz, Sesam, Sonnenblumenöl, Zitronenkonzentrat und das war's. Nee, das steht so, nee, Ingwer und Knoblauch. Ja, stimmt. Hier stehen noch die Gewürze. Johannesbrotkamille, Ingwer, Knoblauch, Chili, Koriander, Pfeffer. Entschuldigung, habe ich übersehen. Die schmeckt wirklich, wirklich gut. Ich esse sie so, so gerne. Ananas ist nicht Entschuldigung. Ja, 325 Milliliter sind da drin. Und die kostet 1,95 Euro. Trotz des teuren Preises, finde ich, für eine Fertigsoße ist die wirklich top. Ich esse die auch gerne zu Kartoffelspalten oder einfach mit Couscous. Oder auf dem Brötchen hast du die auch schon gegessen. Ja, auf dem Brötchen habe ich die auch schon gegessen. Ich finde die wirklich gut. Kann ich empfehlen. Ich glaube, wir kaufen die jetzt schon zum 8. oder 9. Mal nach und bin immer noch begeistert. So, die Sojaflocken, das sind so die größeren. Wir haben sonst immer die kleinen gekauft, aber ich werde jetzt einfach mal die großen ausprobieren. 500 Gramm für 2,15 Euro. Und ihr seht, ich habe die schon geöffnet, weil ich habe die heute zum Essen kochen gebraucht. Habe ich eine vegane Bolognese gemacht und zwar sehr, sehr köstlich, finde ich. Ja, findest du? Auf jeden Fall, ja. Ach ja, das Einzige, was ich anmerken möchte, die haben keine Kochzeit hinten drauf geschrieben. Das hat mich so ein bisschen genervt. Aber ich habe die, glaube ich, 15 Minuten einfach mit der Soße zusammen ziehen lassen, so leicht köchelnd und dann waren die auch durch. Also. Ja. Jetzt können die ganzen Aufstriche, die vegan. Und zwar angefangen mit Masala, also Erbsen-Masala, orientalischer Aufstrich. Das ist dieser hier. Und hier, das sieht so hübsch aus, dieses Mandala. Also voll schön. Ich weiß nicht, ich mag sowas. Hier steht auch drauf, direkt 50% Gemüse. Und für 1,95 Euro. Ist ein bisschen ein teurerer Aufstrich, aber ich habe ihn ehrlich gesagt auch noch nicht probiert. Ich weiß nicht, hast du ihn schon mal gegessen? Ne, Erbsenmasala habe ich noch nicht probiert. Ne, wollen wir probieren oder? Mir ist es egal, wir können noch später, ja, wenn du den jetzt vor der Kamera probieren. Ja. Alles gut. Dann haben wir den Streichcreme Aubergine. Der ist sehr lecker. Ja, den liebe ich. Das ist
mein absoluter Liebling. Kann man auch gut zum, für Salatsoßen oder zum Verfeinern von Bolognese oder anderen Sachen und anderen Gerichten mit dran machen. Das ist richtig gut. 180 Gramm für 1,45 Euro. Sehr, sehr lecker. Ja. Dann haben wir von derselben Marke Gartenkräuter, also auch eine Streichcreme. Und die, finde ich, kommt der von Zwergenwiese sehr, sehr nah und kostet auch nur 1,45 Euro. Und dann als dritten, vierten, haben wir Paprika Hanf. Das ist ein bisschen ein kleineres Gläschen, hier sind nur 125 Gramm drin. Und dafür kostet der aber auch nur 1,25 Euro. Den finde ich so lecker, kann man gut so unter als Wraps für eine Streichcreme benutzen oder auch für eine Tomatensoße oder wenn man Gemüse angart, das ist so köstlich. Ja. Oder einfach so aufs Brot, das ist sehr, sehr lecker. Dann habe ich ganz einfach eine Erdbeermarmelade, weil die aus dem DM sind nämlich auch vegan. Das finde ich gut, dass sie ohne tierische Gelatine sind. Hier kosten 340 Gramm 1,65 Euro. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ich finde, da hat man große Fruchtstückchen drin und die kaufen wir auch schon seit Ewigkeiten. Noch bevor ich Veganerin geworden bin. Jetzt noch zwei Sachen. Und zwar hatte ich den in meinem letzten Haul auch. Frucht liebt Karotte. Der ist so köstlich. Ich bin so froh, dass sie den jetzt ins Fest, ins Programm reingenommen haben. Der schmeckt wie ein Multivitaminsaft, milder. Und da ich leider viele Allergien habe, musste ich leider immer auf Multivitaminsaft verzichten. Ja, wegen bestimmten Zitrusfrüchten. Ja, genau. Ich vertrage leider nicht so viel. Aber hier ist tatsächlich einfach nur Karottensaft, Orangensaft und Bananenmark dran. Mehr ist da nicht drin. Und das sind drei Zutaten, da ist kein Zucker drin, nichts. Und ich weiß, das kann man auch selber machen, aber ich fand jetzt den sehr, sehr lecker. Und der kostet 1,95 Euro. Und dann ist, wir haben, genau, jetzt kommt die eine Zahnpasta. Ich zeige euch die erstmal. Die sieht so aus. Und die habe ich mir ausgesucht. Die ist 100% vegan und fluoridfrei und kostet 2,95 Euro, was ich finde, ist sehr, sehr günstig. Ist auch ohne Aluminiumsalze, ne? Das weiß ich jetzt nicht. Da haben wir nachgeguckt extra. Ich glaube, die ist auch... Ah ja, genau. Ohne Natrium, Laurisulfat, ohne Triclosan, ohne Palmöl, ohne Mikroplastik und 100% vegan steht hier. Geschmacklich, also ich habe jetzt vorher immer die Iona Zahnpasta benutzt, die ist aber leider nicht vegan. Weil da Harnstoff drin ist. Ja, was ich persönlich irgendwie eklig finde, so seitdem ich es weiß. Aber diese hier ist komplett ohne solche komischen Sachen. Und ich muss mich ehrlich gesagt an den Geschmack und an den Geruch ein bisschen dran gewöhnen. Es riecht so süßlich, minzig. Aber an sich bin ich mit dem Ergebnis sehr, sehr zufrieden. Die machen meine Zähne sehr schön weiß. Also so ein natürliches Weiß. Und ich finde es gut. Also ich bin sehr zufrieden. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist schon nicht so extrem wie die Iona. Und sie ist so, so mild, finde ich, dass die auch Kinder benutzen könnten. Also wenn ich jünger gewesen wäre oder wenn ich jetzt ein Kind hätte, dann würde ich das auf jeden Fall auch empfehlen als vegane Zahnpasta. Man muss dann nicht irgendwas Fruchtiges nehmen, weil manche Kinder mögen ja auch Minze oder wollen die erwachsenen Zahnpasta benutzen. Und da finde ich, das hier ist wirklich eine gute Alternative. Und für 2,95 Euro finde ich, ist es auch absolut im Preisrahmen. Hier sind übrigens 75 Milliliter drin und man braucht auch immer nur so einen kleinen Klecks. Ja. Das ist übrigens von Happy Brush. Wie fandest du die Zahnpasta? Die war gut. Ja. Kann ich nur auch empfehlen. Ja. Ist gut, finde ich. Ja, super. Gewöhnungsbedürftig, weil man das nicht so... Wenn man normale Zahnpasta gewohnt ist, aber
wenn man sich um seinen Zähnen etwas Gutes tun will, dann sollte man, ja, oder dann kann man die mal ausprobieren auf jeden Fall. Ja, und ich finde es auf jeden Fall schön, dass es auch mittlerweile vegane Zahnpasta gibt. 2,95. 2,95. Ja. Finde ich für den Preis voll. Meine hast du jetzt gar nicht mitgenommen mehr. Habe ich gar nicht vergessen. Der Wolf hat nämlich sich selber eine Zahnpasta, er wollte eine mit Granatapfel, hat er ausprobiert. Allerdings hat die 4,95 Euro, glaube ich, gekostet. 5 Euro sogar, glaube ich. Weiß ich nicht. Habe ich nicht auch gekostet. Ich glaube, die hat sogar 5 Euro gekostet oder so. Aber die ist, also die ist Himalaya heißt die Firma oder Himalaya nennt die sich Corporation oder so. Und die kommt aus Indien. Oder die sonst holen sie doch eben schnell. Ja. Einen Moment, ich mach mal eben kurz auf Pause. So, da sind wir wieder. Und zwar das hier ist die, die heißt Organic Cree. Das heißt die Firma. Himalaya Science 1930. Ja. Und die Zahnpasta ist Neem and Granatapfel Zahncreme. Da sind 150 Gramm drin. Das ist hier einmal die Verpackung. Und das hier ist die andere, also... So sieht die aus. Ja genau, so sieht sie aus. Riechen finde ich, riecht die viel, viel intensiver als die andere. Es riecht so mintig, finde ich. Die hier ist übrigens so weiß, während die ich habe, ist so pastellgrün. Also hier ist das Ursprungsland Indien und dazu steht... Das fand ich so interessant. Ich weiß nicht, die hat mich so angesprochen im Auge. Einmal finde ich die Verpackung sehr schön gemacht, also das Label. Mhm. Auch ja, mit dem Karton und so. Organ Cream ist ein Forschungsbereich des Herstellers Himalaya, der durch die Kombination einer in 75 Jahren Entwicklung Ayurveda-Erfahrung, also wird dem einen oder anderen was sagen, Ayurveda, um moderne Herstellungstechnik entstanden. Mit kontrollierten biologischen Zutaten, die auf reichen Böden wächst, gut für sie und unsere Erde. Eine einzigartige Mischung aus Neem, Granatapfel und anderen wirksamen Biokräuternextrakten reinigt die Zähne, erfrischt den Atem und hilft, gesundes Zahnfleisch zu fördern. Und ihr Lächeln bekommt Glanz. Also ich muss sagen, ich habe die einmal angewendet und ich hatte ein sehr gutes Mundgefühl auch. Und danach, dass die auch die Zähne wirklich gereinigt hat und die sogar auch aufgehellt, also ohne, also natürliches Aufhellen. Mhm. Ich meine, putzen, wie man die Zähne putzt, spielt auch noch eine Rolle. Anwendung: Erwachsene Kinder ab 2 Jahren, 2-mal täglich Zähne putzen, Kinder unter Aufsicht, Erwachsene nicht schlucken, ausspucken und Mund ausspülen, Kinder unter 2 Jahren konsultieren sie.